So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe ein Update zu einem Deck, was wir schon mal auf diesem Channel haben. Da oben habt ihr den Link zu dem ursprünglichen Deck-Tag. Es ist, glaube ich, das kürzeste Deck-Tag, was ich hier auf meinem Channel hatte, weil der gute Patrick hier durchgelaufen ist wie sonst was. Dementsprechend dachte ich mir, ich habe das Deck jetzt auch, ich habe es ein bisschen geupdatet, ich habe es ein bisschen angepasst, ich habe es ein bisschen aufgepimpt. Zeige ich euch das Deck nochmal. Und zwar geht es um Eldrazi Aggro. Wie immer starten wir mit der Mana-Basis, damit wir die aus den Füßen haben. Wir spielen 4 Wastelands, tappen für ein farbloses oder tappen, zerstören Non-Basic Lands. Wir brauchen das manchmal. Farbloses machen ist für uns aber hierbei der wichtige Passus, weil, ja, besser als ein Waste. Dann 4 Ancient Tombs, tappen für 2 farblose Mana, wir kriegen 2 Schaden, ist wohl unser Go-To-Soulland. Wir spielen keine City of Traitors in diesem Deck. Was diese Bewandtnis hat, dass ich da ein bisschen was anderes für reingeslottet habe. Was wir aber spielen, sind 4 Eldrazi-Tempel, tappen für ein farbloses oder tappen für 2 farblose, wenn wir dafür Eldrazi was machen. Das alleine macht halt schon weitere Soullands. Und früher hat sich Eldrazi halt damit gebrüstet, dass sie 11 bis 12 Soullands spielen konnten. Oder 10. Mittlerweile, also ich spiele aktuell 8. Ja, dann spielen wir 4 Carven of Souls. Carven of Souls, wenn ein Spiel bekommt, haben wir einen Kreaturentyp. Das ist in diesem Deck selten Eldrazi, lustigerweise. Und tappen für ein farbloses oder tappen für einen Mana. Und das kann man nur benutzen für den Kreaturentyp, den man hat. Und ja, wichtig, man bekommt ein farbiges Mana. Dementsprechend kann man damit umgehen oder eben auch nicht umgehen. Also, dann haben wir ein Eye of Ugin, beziehungsweise 3 Eye of Ugin. Farblose Eldrazi-Zauber kosten 2 Mana weniger. Auch das eine Art von Soulland. 7 Mana tappen, wir durchsuchen unser Deck einer farblosen Kreatur und nehmen sie auf die Hand. Ja, gibt manche Leute, die spielen einen ganz coolen Slot mit Ulamog und so weiter drin. Das spiele ich aktuell nicht. Ich zeige euch auch, warum gleich und was man dafür tauschen müsste. Weil, dann spiele ich noch ein Urborg. Bisher nichts Besonderes. Jedes Land ist ein Sumpf als zusätzlicher Typ. Sorgt dafür, dass Eifungen halt 3 Mana macht, wir Ancient Tomb ohne Schaden tappen können und so weiter und so fort. Ganz nett. Ich spiele aber nur eins davon, weil ich spiele auch ein Yavimaye Cradle of Growth. Jedes Land ist zusätzlich ein Forest, weil ich spiele eine Schwarz-Grün-Version des Decks. Das bedeutet auch, dass ich noch 2 Lanuva Waste spiele. Tappen für ein schwarzes oder grünes, wir kriegen einen Damage, oder tappen für ein farbloses, ist für uns im Endeffekt ein Trippelland, was wirklich, wirklich nett ist. Und natürlich, aktuell in aller Munde, es wurde nicht gebannt, also spielen wir sie weiter. Ursas Saga, Land, was ins Spiel kommt, als Enchantment-Land Ursas Saga. Und wenn es ins Spiel kommt, oder zu Beginn der Main-Phase, kommt da ein Counter drauf. Und bei dem ersten Counter hat das Ding Tappen für ein Farbloses, beim zweiten hat es Tappen für ein Farbloses oder für 2 Mana Tappen, wir kreieren einen 0-0 Konstrukt-Token, der 1-1 hat für das Artefakt, was wir kontrollieren. Das kann halt schon mal 2-2-3-3 sein, dieses Konstrukt ist ganz nett. Und danach können Sie unser Deck suchen nach einem Artefakt, das genau 0 kostet oder genau 1 kostet. Davon haben wir nur 1 drin, im Mainboard zumindest. Dementsprechend, ja. Wenn wir das damit finden, ist das okay. Gucken wir uns auch direkt die Artefakte an. Da haben wir das besagte Artefakt Schattenspeer, bzw. Shadow Spear. Ein Mana Artefakt, was man eben mit der Ursas Saga dann raussuchen kann. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 Lifelink Trampel. Trampel +1/+1 Lifelink ist halt für so größere Eldrazis echt nice. Und für ein Mana können wir Kreaturen vom Gegner oder generell permanenten Hexproof und Zerstörbarkeit wegnehmen. Mit 2 Mana equippen. Sehr, sehr mächtiges Teil und ja, auch nicht mehr so günstig. Hier in diesem Slot kann man dann zum Beispiel auch den Ulamog spielen und dann 2 andere Slots, die ich euch gleich zeige, austauschen gegen sowas wie den Grim Monolith oder irgendeine Art von Fast Mana Ramp, wenn man das Ganze ein bisschen farbloser halten möchte. Ich wollte es eben ein bisschen farbiger halten. Aber bevor wir zu den Farming Spells kommen, haben wir auch noch Chalice. Natürlich haben wir Chalice. Chalice ist ein Doppel-X-Artefakt, was ins Spiel kommt. Wir legen X-Ladungsmarken da drauf. Im Normalfall 1. Und immer wenn ihr eine Karte casten möchte, die Gemana-Kosten gleich der Marken hat, die da drauf sind, wird ihr Spell gekontert. Ja, wir legen meistens 1 drauf. Wir haben nur den Shadow Spear und der ist uns meistens egal, weil wir den raussuchen wollen. Und ja, alles andere kostet bei uns mehr. Dann zu den Farben. Wir spielen 3 Once Upon a Time. Once Upon a Time, Spell, der zwischenzeitlich, glaube ich, im Modern gebannt ist und im Standard gebannt war. Aber eben auch wichtig, dass wir mit Grün casten können fürs Late Game. Es ist ein 2 Mana Instant, der sagt, wir gucken uns die obersten 5 Karten unseres Decks an, können eine Kreatur oder Landkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest unters Deck
wichtig. Wenn das der erste Spell ist, den wir in einem Spiel spielen, können wir den für 0 Mana-Kosten spielen, also ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, was so mächtig ist, dass man den einfach spielen möchte, weil der fixt jede Hand, wenn man ihn auf der Starthand hat. Wenn man ihn nachzieht, kann man ihn eben mit Lanoa Waste oder dem guten Yami Maya einfach casten. Dementsprechend da relativ gut. Den zweiten Spell, den wir in farbig spielen, ist das Dismember. 2 schwarze Mana und ein farbloses, eine Kreatur kriegt -5/-5. Wichtig, die 2 schwarzen Mana sind phyrexianisches Mana, das heißt, wir können auch 2 Leben bezahlen statt das schwarze Mana. Heißt, wir können das Ganze auch für ein farbloses Spiel. Oder für jedes Lanoa Waste, was wir haben, sparen wir uns 1 Leben. Oder wenn wir Urborg haben, können wir sogar komplett die Leben sparen, wenn wir 3 Länder tappen. Das ist schon nicht schlecht, sowas zu haben. Dann, um weitere grüne Mana-Quellen zu haben, Elvish Spirit Guides, dementsprechend sagte ich auch schon, meiste Zeit landet auch dieser Cavern of Souls einfach mal auf Spirit, wenn wir nicht gegen nicht blaue Deck spielen, weil dann können wir den Spirit Guide halt auch casten, wenn wir nachziehen. Das ist ein 3-Mana-2-2er, den wir aus der Hand exilen können, um ein grünes Mana zu bekommen. Sehr, sehr starke Karte, mittlerweile auch echt teuer geworden, weil der lange keinen Reprint mehr gesehen hat. Der rote Affe ist günstig, der grüne hier ist überhaupt nicht günstig. Wenn man dann hingeht und sagt, man spielt ohne die Once Upon a Time und nimmt dafür Grim Monoliths rein, kann man hierfür auch den roten Affen spielen. Vorteil von dem roten Affen ist, man kann ihn unter Blood Moon casten. Elvish Spirit Guide ist wirklich nur drin, weil man in Once Upon a Time das grüne Mana haben möchte manchmal. Dann kommen wir zu den dicken Dudes. Bei den dicken Dudes fangen wir bei den Nicht-Eldrazi an. Wir haben 2 Walking Ballista. Doppel-X, 0-0, kommt mit X plus 1 plus 1 Mal ins Spiel. Für 4 Mana können wir eine plus 1 plus 1 Mal drauflegen. Und wir können eine Marke runternehmen und einen Schaden schießen. Ja, ist halt, wir haben manchmal 6, 7 Mana übrig. Dann können wir dann 3-3 machen und können 3 schießen. Das ist super stark. Und ist so ein bisschen das Kreaturen-Kontroll-Piece, was wir haben. Weil wir spielen ja keine Unmissabas Jette im Mainboard. Dafür haben wir ja den Schattenspeer drin. Und ja, das ist so der Unterschied. Dann haben wir 3 Endless Ones. X-Mana 0-0, kommt mit X plus 1 plus 1 Mana gespielt, ist meistens ein 6-6er oder ein 8-8er. Das ist so der Durchschnitt, den der hat. Dann haben wir den Combo-Kill in Anführungsstrichen, und zwar 4 Eldrazi-Mimics. Ich sollte die vielleicht mal hier unter einfach, ach komm, so, hübsch genug. 4 Eldrazi-Mimics, 2-1 für 2 Mana. Und immer wenn andere farblose Kreaturen ins Spiel kommen, kann man stärkere Widerstandskraft gleich der ins Spiel kommende Kreatur haben. Was halt sehr, sehr stark ist mit Eye of Ugin, weil er sagt, alle farblosen Kreaturen Eldrazis kosten 2 Mana weniger. Das heißt, man kann hier einfach mal Eldrazi-Mimic, Eldrazi-Mimic, Eldrazi-Mimic machen. Nächste Runde einen dicken Eldrazi spielen, dann für 20 zuhauen. Habe ich vielleicht schon gemacht. So, dann kommen wir zum nächsten Eldrazi. Das ist dann schon der Midrange Eldrazi. Matter Reshaper. 3 Mana 3-2. Hier ist erstmal ein farbloses Mana-Symbol. Deswegen haben wir so vieles farbloses Mana. Wichtig, Eye of Ugin und Cavern of Souls machen ihn dann nicht konterbar, weil man muss das farblose Mana benutzen, um ihn casten zu können, weil er wird um 2 farblose günstiger, um 2 generisch um genau zu sein. Und das farblose kann eben nicht mit Cavern of Souls mit farbigem Mana bezahlt werden. Ja, ansonsten hat er, wenn er stirbt, revealen wir die Karten oben von unserem Deck. Und wenn die Karte ins Spielfeld gelegt werden könnte, weil es ein permanentes Mana kosten 3 oder weniger ist, bringen wir sie ins Spiel. Das kann halt leider auch so ein Endless One sein, der dann stirbt. Oder eine Walking Ballista. Und ja, ansonsten nehmen wir sie auf die Hand. Das Starke dabei ist, wir können sie auch einfach auf die Hand nehmen, statt dass sie ins Spielfeld kommt, wenn es ein Endless One und Walking Ballista ist. Aber wenn ihr euch dazu entschließt, sie zu spielen, sind sie automatisch tot. Das wollte ich damit sagen. Dann kommen wir zu dem fast größten Eldrazi, der hier drin ist, weil ich spiele halt keinen Ulamog. Haben wir 4 Thought-Not Seer, ist ein 4-4er für 4 Mana. Wenn er ins Spielfeld kommt, gucken wir die Hand vom Gegner an. Wir suchen uns eine Nicht-Landkarte davon aus und exilen die. Und wenn er das Spiel verlässt, darf ein Spielgegner unserer Wahl eine Karte ziehen. Und, naja, ich musste hier irgendwo Platz schaffen. Ich habe ja ein Land mehr gespielt. Das heißt, ich habe hier, normalerweise ist das hier so der Slot für 2x Grim Monolith. Da ist ein dicker Ulamog und der Shadow Spear ist eine Umusavas Yitte. Und eine Ursachsaga ist ein Land und die zweite Ursachsaga, die ist eigentlich noch einer hiervon, weil ich spiele nur 3 Reality Smasher. Jetzt werden ganz viele Eldrazi-Spieler sagen, warum? Es reicht. Ein 5-Mana 4-4 Trampel-Eile, der im Endeffekt hat Ward, der Gegner wirft eine Karte ab. Also immer wenn der Ziel von Zauber wird, der Gegner kontrolliert, wird er gekontert, es sei denn, der Gegner wirft eine Karte ab. Wenn der kommt, dann hittet der und dann ist meistens Ende. Wenn ihr noch einen zweiten davon droppt, dann ist meistens noch viel mehr Ende.
Aber braucht ihr unbedingt einen zweiten? Selten tatsächlich. Dementsprechend habe ich mich jetzt für diese Konstellation ein bisschen ausgesetzt und habe dann halt gesagt, okay, mit der Ursachsaga kann ich halt auch 3-3er und 4-4er beschwören und kann halt auch anderen Kreaturen, wie zum Beispiel den Thoughtnotzieher mit Trample Lifelink geben, was sehr, sehr stark dann ist. Dann ist der auch ein Smasher. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, weniger Smasher zu spielen, statt die etwas größere Version und euch damit eine grün-schwarze Eldrazi-Liste zu präsentieren. Dieses Grün-Schwarz setze ich nämlich auch im Sideboard fort und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch mal hin. Denn im Sideboard haben wir auch schwarze Karten. Man könnte auch grüne Karten spielen. Wir haben zwei Black Engineer. 3-Mana 2-2 Death Touch. Wenn ein Spiel wegkommt, suchen wir uns Kreaturentyp aus. Und Kreaturen mit diesem Kreaturentyp kriegen -1/-1. Auch hier Cavern of Souls, einer eurer besten Freunde. Urborg, super, super gut. Oder auch das Llanowar Waste. Damit könnt ihr den alles casten. Und deswegen kann man den einfach spielen, um mal gegen Goblins und ähnliches das Feld zu räumen. Auch gegen Texas. Sehr, sehr stark. Und naja, ich spiele eine Nullrod. Man könnte auch tatsächlich eine weitere Karte, die ich als nächstes zeigen werde, und eine Nullrod austauschen gegen zwei Collector Hoofs. Collector Hoof macht genau dasselbe wie eine Nullrod, nur dass es für ein grünes und ein farbloses eine 2-2 Kreatur ist. Die macht aber genau dasselbe. Spieler können aktivierte Fähigkeiten und Artefakte nicht aktivieren. Der Collector Hoof hat halt den Vorteil, dass er mit Once Upon a Time gezogen werden kann. Und eben, weil es halt eine Kreatur ist, kann man die halt zielen. Was halt nice ist. Deswegen finde ich die ganz cool. Der Nachteil ist, naja, jeder Removal macht das halt weg und Nullrod ist ein bisschen schwieriger wegzumachen. Aber ich muss sagen, die Idee von dem Collector-Hoof finde ich so gut, dass ich sie auf jeden Fall austauschen werde. Ich wollte euch aber in dieser Version noch ein bisschen ein anderes Land zeigen. Weil ich spiele auch eine Blastzone. Das ist ein Land, was man manchmal Mainboard spielt. Ich spiele es aktuell im Sideboard. Es kommt im Charge-Counter rein, tappen für ein farbloses, Doppel-X, tappen, wir legen den Charge-Counter drauf. Und für 3 Mana tappen, opfern, wir zerstören alle Non-Land-Permanenten mit Mana-Kosten gleich der Charge-Counter drauf. Super mächtiges Teil, gerade für 1, gerade durch diese ganzen Ursa-Saga-Gedöns-Quatsch, wo halt ganz viele Artefakte auf 1 sind, die uns nerven, wie so eine komische Top-Retro-Fitter-Funry und so weiter. Da ist das sehr, sehr stark gegen. Deshalb können wir auch da einfach die Blast-Zone spielen und eben einen Nullrod. Ähnliches Prinzip, ähnlicher Gegner. Ratchet Bomb macht eben auch eine Menge weg, gerade gegen andere Ursas Sagas oder gegen nervige Sachen, die uns einfach stören, wie Blood Moon und ähnliches. Ist ein Artefakt für 2 Mana ein Spiel. Tappen, wir können eine Marke drauflegen. Tappen, wir können das Ding opfern und alle Nicht-Land-Permanenten mit Mana-Kosten gleich der Marken drauf zerstören. Also ähnlich wie die Blast Zone. Mit der Blast Zone können wir eben auch gegnerische Sachen zerstören, die Artefakte negieren. Das können wir mit Ratchet Bomb nicht, dafür können wir damit Blood Moon negieren und halt auch Nuller negieren, die der Gegner halt sonst spielen könnte. Ja, dann sind wir eh schon bei den Ländern. Ich spiele einen Karakas. Ohne Karakas gehe ich nicht aus dem Haus. Tappen für ein weißes oder tappen, wir bringen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand. Es gibt auch noch einen Mono-White-Eldrazi. Ein Eldrazi in Texas, wenn man so möchte. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt das mal bitte jetzt in die Kommentare, weil das heißt nämlich, dass ihr das Video sehr lange gesehen habt und wirklich Bock drauf habt. Und ja, schreibt das mal rein, dann kann ich mir überlegen, ob ich das Eldrazi in Texas auch aufbaue. Da muss ich noch ein bisschen Geld für in die Hand nehmen. Aber ich würde es machen für euch. Dann haben wir noch ein Crucible of Worlds, gerade gegen Decks, die halt wirklich viel Recursion haben und jetzt halt mit diesem komischen Buseju noch rumschießen und so weiter und so fort. Da müssen wir einfach mit Crucible of Worlds ein bisschen was gegen machen können. Ja, Crucible of Worlds wird auch von einem Buseju getroffen. Man könnte hier drin tatsächlich sogar überlegen, auch den Ramunap zu spielen, der ja eine 3-Mana 2-3 Kreatur ist, der genau dasselbe Effekt hat, aber halt auch eine grüne Kreatur. Deswegen hier könnt ihr halt easy grüne Kreaturen und schwarze Kreaturen reinsplashen. Es funktioniert so gut mit der Mana-Basis. Deshalb kann man sich überlegen, ob man Crucible spielt oder eben den Ramunap. Auf jeden Fall könnt ihr damit Länder aus dem Friedhof casten, falls ich es noch nicht gesagt habe. Dann haben wir noch 3-mal Thorn of Amethyst. Non-Creature Spells kosten 1 Mana mehr. Ist halt gegen Storm da, ist ein bisschen gegen Kontrolle da, gegen Delver ein bisschen. Einfach nur, um die Gegner ein bisschen zu slowen, damit wir schneller zuhauen können. Haben wir noch eine Umesavasierte 2-Mana Artefakt für 2 Mana ausrüsten. Und wenn die Kreatur Kampfschaden zufügt, legen wir 2 Marken drauf. Wir können eine Marke runterlegen, um der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben, irgendeiner Kreatur -1/-1 oder 2 Leben zu bekommen. Das ist gegen Texas, das ist gegen Elfen, manchmal auch gegen Burn und andere Sachen wirklich, wirklich gut. Deshalb spielt man das im Sideboard. Und dann habe ich noch mein Tutor-Package von Karten, die ich reinnehme und mit Ursas Saga tutoren kann. Das ist einmal ein Torment Script, 0 Mana Artefakt, tappen, opfern, welche Xil in Friedhof ganz aus dem Spiel. Finde ich hierbei in diesem Deck sehr, sehr gut, weil man kann sie auch reinnehmen und sie ist gut gegen dummen Uro. Und ja,
gegen andere Decks, wie zum Beispiel Reanimator, kann man sie mal zufällig auf der Hand haben, aber Reanimator, das Matchup habe ich einfach abgeschrieben. Dann noch eine Pithy Needle, ein Mana-Artefakt, wenn es ins Spielfeld kommt, sagt man eine Karte an, Non-Creature, Non-Mana-Abilities von diesen Karten, die ich angesagt habe, können nicht aktiviert werden. Sehr, sehr stark gegen bestimmte Planeswalker und so weiter. Dann haben wir noch eine Retro für der Funnery gegen das Kontroll-Matchup, auch wenn wir da eh schon gut aufgestellt sind. Aber das ist sehr, sehr gut, dass wir einfach weiterhin 1-1 Servos kacken können, die Servos in Top da verwandeln können und mit den Top da Konstrukte machen können. Und das halt für Mana, was wir halt easy, easy peasy haben und noch weitere Artefakte machen können, ist im Sideboard ein ganz netter Slot, den man einfach reinnehmen kann. Ja, gehen wir mal kurz in den Deck Talk. Ja, beim Deck Talk muss ich sagen, ich liebe dieses Deck einfach. Es ist so ein stumpfes Aggro-Deck. Es ist gerade in so einer Version nicht das teuerste Deck. Ja, Urza's Saga ist teuer, aber es ist günstiger als City of Traitors. Und man kann auch andere Länder als City of Traitors da drin spielen, in dem Slot. Und man hat trotzdem ein Aggro-Deck und haut damit auf die Schnauze. Und das ist so cool. Man hat auch viel tatsächlich für Modern. Eye of Ugin ist halt gebannt und Ancient Tomb ist gebannt. Das sind zwei relativ teure Länder. Aber ansonsten mit den Coven of Souls und mit den Eldrazi-Tempeln und vielleicht sogar mit den Urza's Saga kann man das auch einfach im Modern spielen. Sehr, sehr cooles Deck und man kann damit halt so viel machen. Diese Farben da drin sind halt super witzig. Wie gesagt, es gibt auch eine weiße Version, es gibt eine schwarz-weiße Version. Es gibt so viele verschiedene Versionen von dem Deck, was mega cool ist mittlerweile mit den Farben. Ich nehme sie aber trotzdem mal weg. Man hat mit Eye of Ugin so Optionen, eben auch einen dicken Ulamog zu spielen mit den kleinen, gar nicht mal so günstigen Grim Monoliths. Aber das ist sehr, sehr stark. Urza's Saga pimpt das Deck richtig auf. Man kann damit richtig cool die Gegner halt hart verprügeln auch. Wenn man dann jetzt auch mal hochgehen könnte, man könnte auch theoretisch hingehen und sagen, okay, man kackt so ein bisschen auf die Farben und spielt einfach vier Urza's Sagas und den Ulamog und die Grim Monolith, weil das sind ja auch Artefakte, die das Ding verstärken. Dann könnte man auch vier Urza's Saga spielen. Das wäre das Deck, glaube ich, nochmal ein bisschen aufwerten. Dann würdest man wahrscheinlich eine Retrofitter im Mainboard spielen. Plus noch irgendwas wahrscheinlich im Mainboard. So oder so, sehr, sehr cooles Deck. Eldrazi Mimic, Thought Not Seer und Reality Smasher hauen halt auch ordentlich mal zu. Und ja, es ist ein stumpfes Agro-Deck, was Meten einfach ins Gesicht hauen kann. Und trotzdem relativ viel Tiefe hat. Als Starter-Deck auf jeden Fall zu empfehlen. Vielleicht nicht diese Version, aber es gibt Versionen, die sehr, sehr budget sind und eben auch in anderen Formaten spielbar dann dementsprechend. Wenn ihr nach der Suche nach einem schönen Budget-Deck seid, schaut euch mal Eldrazi an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.